Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Dieses Mal gegen Emma, die leider nur drei Pokémon in den Kampf mitnehmen wollte. Wusste ich natürlich vorerst nicht, deswegen habe ich sechs dabei. Allerdings, ob das Ganze unfair wird oder nicht, das könnt ihr entscheiden, denn der Kampf beginnt jetzt. Viel Spaß und los geht's! Emma fordert dich heraus. Okay, lass es uns tun. Ich starte mit meinem Tentantel. Es war das erste Pokémon an der Spitze. Und sie startet mit einem... Sam, was ist Sam? Ein Gewaldru. Okay, ja, wie gesagt, ich habe jetzt mehr Pokémon dabei. Das wäre ein bisschen unfair, aber wartet ab. Emma wechselt aus und schickt stattdessen Wolverock in den Kampf. Mein Tentantel greift an mit dem Hydroball und seht euch das an. Fantastisch. Ruby, oder besser gesagt Wolverock, geht down. Fantastisch. Als nächstes haben wir Chocolate. Ein Shiny Alola Raichu. Okay, sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Aber wie gesagt, es wäre unfair gewesen, wenn ich jetzt gewechselt hätte. Deswegen bin ich drin geblieben und wollte mal sehen, was Tentantel denn jetzt hier gegen die zwei verbleibenden Pokémon reißen kann. Erstmal bepflanzen das Vieh, damit es ständig und immer wieder ein bisschen KP verliert, denn genau das war es, das ich gebraucht habe. Alola Raichu greift allerdings immer wieder von sich aus an, aber der Schaden ist zum Glück nicht allzu groß. Aber Tentantel ist paralysiert und das war nicht wirklich praktisch. Allerdings dank Überresten und Egelsamen wird es quasi wieder voll geheilt. Und es kann weitergehen. Sieht gut aus. Okay, der Gegner setzt auf Psychokinese. Mal sehen, ob das mehr Damage macht. Nicht wirklich. Allerdings, die Spezialverteidigung sinkt und das war überhaupt nicht gut. Und dass Tentantel immer noch nicht angreifen kann, das war auch nicht gut. Aber hey, es kann sich zum Glück wieder hochheilen und es steht wieder da, als wäre nichts passiert. Was sollte ich gegen diese zwei Pokémon tun? Wie gesagt, auswechseln wollte ich nicht, weil ich hatte die größere Auswahl, das wäre nicht fair gewesen. Deswegen irgendwie dabei bleiben mit Tentantel, das immer noch nicht angreifen kann. Ich weiß nicht, langsam aber sicher habe ich so ein kleines bisschen die Krise bekommen. Ich meine, es ist nur die Paralyse, es schläft nicht, ja? Aber trotzdem kommt es nicht zum Angriff und das war schon ziemlich doof. Aber immerhin hat es immer noch volle KP. Die nächste Psychokinese kommt. Immer wieder die Bedrohung, dass der Spezialverteidigungswert noch mehr sinkt. Was auch passiert. Und langsam könnte es problematisch werden. Ja, und ich habe die Tarnsteine eingesetzt, weil ich eh nicht mehr an einen Angriff gedacht habe. Aber schlussendlich war das eine gute Entscheidung. Ja, noch ein bisschen KP durch die Egelsamen. Und... Na, wie viel wird Tentantel geheilt? Okay, es reicht immer noch für das Maximum. Das ist sehr gut. Ja, Alola Raichu bleibt bei der Psychokinese. Das ist so im Moment das Klügste, was es machen kann. Aber einmal mehr, Tentantel kann nicht angreifen. Das ist ein langwieriges Match, kann ich euch sagen. Es ist ein bisschen mühselig. Wir haben drei Pokémon auf der Seite gesehen. Eines ist platt. Wir sind immer noch beim ersten. Aber das kommt einfach nicht zum Angriff. Und das ist ziemlich kacke. Und als nächstes haben wir einen Z-Angriff. Alola Raichu will es wissen und es greift an. Der Blitzwellenritt. Ja, die Attacke sieht wunderschön aus. Aber Tentantel hält dem Stand. Und ja, jetzt kommt der Stachler. Aber ich hätte lieber gerne mal mit der Gyroball angegriffen. Allerdings, immer wenn ich das eingesetzt habe, dann kam die Paralyse. Und es war ein wenig nervig. Allerdings, Chocolate hat nicht mehr allzu viele KP. Aber auch Tentantel kommt nicht mehr auf seine 100%. Was ein bisschen schade war, aber hey, man kann nicht alles haben. Okay, nun kommen wieder Elektroattacken. Nicht weiter wild. Paralysiert werden kann es nicht mehr, es ist bereits. Und mit Donnerblitz kann auch die Spezialverteidigung nicht weiter gesenkt werden, was ziemlich praktisch war. So.
Ja, ein paar weitere KP werden abgezogen. Und in der nächsten Runde sollte Chocolate down gehen durch die Igelsamen. Und das habe ich ziemlich, ziemlich gefeiert. Ja, nochmal der Donnerblitz. Aber wir wissen, Tentantel macht das jetzt nicht so viel aus. Ich habe die Chance genutzt, um nochmal Stachler zu legen. Und die ganzen Steinchen, die jetzt da sind, die werden in der nächsten Runde ein kleines Problem werden für Gewaldro. Und das war nötig. Und ein letztes Mal Igelsamen. Und Chocolate bzw. Alola Raichu ist besiegt. Wunderbar. Okay, wir kommen auf 83 KP mit Tentantel. Wie sollen wir jetzt gegen Sam antreten? Gegen Gewaldro. Der erste Punkt ist schon mal gut. Es nimmt guten Schaden durch die Tarnsteine und alles mögliche. Und dann greift es mit der Flora-Statue an. Okay. Okay, ein bisschen gefährlich, aber Tentantel hält das aus und kommt zum Angriff und sagt Tschüss, Gewaldro. Ja, das ging sehr gut. Wie gesagt, ich habe mein Pokémon nicht gewechselt, somit hatte ich keinerlei Vorteile und somit war es ein fairer Kampf. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Tentantel jetzt mit diesen drei Pokémon fertig wird, aber es hat mir und euch das Gegenteil bewiesen und das war fantastisch. Okay, Emma, ich sage vielen, vielen Dank für diesen Kampf und euch Leute vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!